can't say it's a boat that we're all in together, that barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? So, wenn der Wind aus der Richtung kommt, da habe ich so abgespannt, dass er dann normalerweise nicht drunter pfeifen sollte. Zumindest wird es mir nicht wegfliegen. Ja, also bei mir steht Setup auch schon fast. Habe heute mal erstmal in diesem Jahr wieder mein Haber NX mit. Wobei ich jetzt echt gerade noch überlege, ob ich das Rainfly drauf mache oder nicht. Aber zur Sicherheit werde ich es drauf machen. Und Heringe brauche ich. Also Leute, Heringe sind immer wichtig. Also ausschlaggebend für das Zelt war ja letztendlich meine Erfahrung mit dem Biwaksack, dass ich da mal ohne Tarp drin lag. Und das fing dann morgens um 4 an zu regnen. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, was machst du jetzt eigentlich, wenn das, bis du aufstehst, nicht aufhört zu regnen. Dann kriegst du so den Arsch nass und alles in dem Ding ist nass. Und dann wollte ich irgendwas haben, wo ich halt mich drin hinsetzen kann und mich da drin auch mal umziehen kann. Weißt du? Auch der Kameramann hatte seinen Spaß. Musik
Hallo Atze. Also, Zelte stehen, da hinten irgendwo. Ja, Essen wird gerade gerichtet. Es ist scheißen warm in der Sonne. Und kühl im Schatten. Und arschkalt im Schatten, ja. Gewitterrisiko ist weg. Und ja, wir sitzen jetzt hier und warten, dass mal dunkel wird, dass mal der Pirat hier kommt und Feuer macht. War extra schon aufgebaut für dich. Hier, lecker, lecker. Schweinelende mit Kartoffel- und Pfeffersoße. So, also, Prost. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend, genau. Prost ihr und Prost, lieber Atze, der Buschpirat. Leider konntest du heute nicht dabei sein. Ja, wir legen eine traurige Gedenkminute ein. Vorbei. Das war gut. Prost. Prost. Ja, wunderschönen guten Morgen. Bisschen Winterfeeling hier. Naja, so kalt ist es jetzt auch nicht. Wie kalt wird es sein? 3, 4 Grad, okay. Die Nacht war okay, es war relativ ruhig und ja, das Setup hat sich schon bewährt im Biwaksack. So, am Anfang bin ich noch drin gelegen, habe alles offen gehabt, auch die Arme draußen und frei. Aber mit der Zeit wurde es dann immer kälter, Stück für Stück, so bis um 1 Uhr nachts habe ich dann alles zugemacht. Also hat es sich auf jeden Fall rentiert. Zum Schluss war dann sogar der Schlafsack noch drüber, gescheit. Jo, ja, ansonsten gut geschlafen, ein bisschen Quatsch geträumt, weil ja fast Vollmond, träume ich immer viel Quatsch. Ja, genau. So, das war's dann. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, damit ich mal wach werde. Ich habe sowieso den Sonnenaufgang schon verschlafen, das ist eine Schande. Ja, wie habe ich geschlafen? Also eigentlich sehr gut. Ich hatte ja noch meinen Winterschlafsack, den Carinthia D600 mit na, Komfort-Limit-Temperatur, ich glaube von minus 11. Aber ich war auch ganz froh über das Ding. Ich habe mir zwar die Hose gestern Abend noch ausgezogen, was gemütlicher war. Aber ja, insgesamt war es schön warm. Das Zelt hatte ich vorne offen, aber man hat schon den Wind gemerkt, der da die ganze Zeit reingepfiffen hat. Ja. Für meine Verhältnisse habe ich sehr lange geschlafen. Normalerweise bin ich um 5 schon mal wach, aber ja, heute war es irgendwie 6:30.
Hab dann gehofft, der Bernd hat einen Kaffee gemacht und Semmeln geholt, aber war nichts. Und so sitze ich jetzt hier mit meinem Zeugs und genieße den Sonnenaufgang und den Rest, das davon auch da ist. Den hört ihr gar nicht. Nee. Das ist der, genau. No Voice Primus. Also so mit dem Set hier als Kocher alleine wiegt da gar nichts sozusagen. Die Töpfe wiegen halt eine Menge. Die ist voll kacke, ist die. Sag ich, ne? Also wieso ist die kacke? Ne? Ich so, ja, sag ich, die legt ja viel langsamer wie die Silky. Ja, das Ende der Tour ist da. Leider. Beziehungsweise Übernachtung, leider. Und war sehr schön. Ein bisschen Chilexen. Genau. Eigentlich haben wir nur gefressen, gesoffen und gequatscht. So wie es sein soll. Wir wollen ja nicht zu viel machen. Nö, auch mit dem Setup in der Nacht, das war optimal. Am Anfang haben wir noch gedacht, ich sterbe den Schwitzetod hier. Aber das wird dann immer frischer mit der Zeit. Hat sich dann auch wirklich drastisch reduziert von der Wärme. Ja, also gestern gegen Mittag habe ich noch gedacht, oh, du wirst viel zu warm und nicht angezogen. Und ab 5 habe ich hier, wow. Da wird es wirklich frisch. Also Biwaksack und so wie es war, das Setup hat sich gut bewährt. Naja, mit deinem Zelt sowieso. Ja, immer was zu essen beim Huber-Buber. Ja, das Zelt übrigens finde ich äußerst interessant und habe mir überlegt, ja, ob ich mir das auch besorgen werde irgendwie. Also nicht, dass ich, lag nicht an mir. Ich war einfach schon eh von der Qualität von MSR überzeugt. Also müsst schon aufpassen, wenn es beim Sascha seid, der redet dann so viel über das, dass man es dann kaufen muss. Das stimmt gar nicht. Quatsch, ernst beiseite. War eine schöne Tour. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Gerne, wieder. Hoffe, du kommst bald wieder. Unbedingt. Mein zweiter Heimat dann. Oh. Tja. Ja gut, es gibt ja genügend Brücken. Ja, wir können auch das Lager hier langsam ausbauen. Ja, richtig. Na gut, dann schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal in der Natur draußen. Macht es gut. Servus. Ja. Ciao. Ahoi there! Das ist live, ne? Das ist live. Das ist live. Nicht, dass Sie denken, wir haben es vorher aufgenommen oder so. Nein. Ach so. Ja, warte mal. Wir können, Bernd, halt mal drauf. Es gibt ein kleines Preview. Ich muss mal eine tolle Stelle finden. So. Moment. Hier, Achtung. Moment. Ah, Mist, ich muss mal rein. Ich bin nämlich gerade im Schnitt. Achtung. Ja, den kenne ich doch. Wer ist denn der Typ da? Sascha, wenn du dich dran erinnerst, da hat dein Rucksack den Abgang gemacht. Ja. Ich fühle mich gerade wie in einem schlechten Science-Fiction-Film. Ich gucke gerade in eine Linse.